Hallöchen, Leute, ich heiße euch willkommen zurück zum neuen Part von Banjo-Kazooie. Im letzten Part haben wir den wundervollen, oh Gott, Bienen, Sommer angefangen und ich habe minimale Probleme mit meinem Leben, weil ich viel zu tief runtergefallen bin. Und in diesem Part werden wir einfach mal schauen, was so passiert. Und hier liegen übrigens noch irgendwo zwei Honigwaben rum, von denen ich doch ganz gern mindestens eine mitnehmen würde. Was mir nicht gelingt. Was ist eigentlich... Fuck! Goldene Feder! Ich muss alles wieder von vorn machen. Deine Bestleistung! Halt die Fresse, Bottles! Halt einfach die Fresse, okay? Okay, Leute, wisst ihr, was wir jetzt mal herausfinden werden? Also, ich glaube, in den Gummistiefeln gibt es ja nichts. Okay, da gibt es nichts herauszufinden. Nein, wir werden herausfinden, ob wir uns jetzt eventuell verwandeln können. Bei dem guten Mumbo Mumbo Mumbo. Mumbo 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 25. Okay, so viel habe ich übrig. Verwandle mich bitte. Verwandle mich. Okay, Leute, die letzte Verwandlung im Spiel. Oh mein Gott, es ist Waschmaschinen-Banjo. Yeah, endlich. Oh, oh, Zauber geht in Hose. Du, Mumbo, Hose waschen und schleudern. Weißt du, Waschmaschine ist, versteht ihr? Ah, der war gut. Und da sind wir. Die fette Biene Banjo. Mumbo macht gut Zauber. Biene, bester Zauber seit langer Zeit. Okay, und die Biene kann also fliegen. Das ist durchaus interessant, weil es mir so einiges erleichtern könnte hier. Ich kann da echt überall einfach hochfliegen. Alter, das mal früher gewusst. Wie lang kann die denn fliegen? Kann die echt unendlich lang fliegen? Das fände ich ja ziemlich cool, wenn ich mal ehrlich bin. Ziemlich cool. So, was gibt's ja sonst noch? Hier waren doch irgendwo noch Noten, oder? Ich möchte Noten. Noten? Leck mich mal, hier müssen noch irgendwo Noten sein. Wo sind hier Noten? Ich meine, ich bin hier als fliegende Biene unterwegs. Ich sollte die eigentlich ohne Probleme einsammeln können. Okay, mit der Scheiße muss ich mich nicht rumärgern. Der Vogel ist noch ausgebrütet soweit. Na gut. Soweit so gut, würde ich sagen. Soweit so gut. Kann ich da... Okay. Die... So bekommt man das Zeug da also raus. Interessant. Weil, wie hoch kann ich eigentlich fliegen? Schnapp mal also nur bei Banjo zu, die Teile. Ernsthaft, wie hoch kann ich fliegen? Okay. Jetzt geht's nicht mehr höher. Aber irgendwie habe ich arsch viele Noten übersehen. Alter, Sturzflugbiene! Wie viele Noten habe ich denn jetzt? 11. Oh, 11 ist schon so eine komische Zahl. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wo sind die Noten? Müssen noch irgendwo Noten gewinnen. Da sind welche. Bam. Okay, das sind dann 14. Yay. Kann sein, dass echt nicht mehr als 14 waren. Ich bin gerade am Überlegen. Ich halte das gar nicht mal für ausgeschlossen. Ne, da sind noch 3. Es waren mehr als 14. Definitiv. Biene Banjo. Shit, es gibt echt keine Möglichkeit, einfach so instant zu landen. Ist ein bisschen uncool. Ist sogar ein bisschen sehr uncool. Och, komm schon. Blöde Biene, auf dem Boden mit dir. Auf dem Boden. Jetzt ganz vorsichtig, nicht von dem Vogel schnappen lassen. Okay. Dann werden das schon mal wieder 3. Oh, ich könnte mir auch das Extra Life hier holen. Gibt's da sonst noch was? Dann gibt's echt nur das Extra Life. Gut, dann ist es mir egal. Das ist mir vollkommen egal. Und da haben wir nochmal 3 Noten. So. Erstmal wieder landen, blöde Biene. Okay, danke schön. Ey, nicht schnappen! Böses Vogelfiech. Ganz, ganz böse. 20. Okay, ich glaube, es könnten sogar soweit dann alle gewesen sein. Halte ich ja nicht für ausgeschlossen. Das bedeutet... Wir flattern mal eben rüber in den Sommer. Flieg los, meine getreue Biene. Aber ich bin mir sicher, dass meine Würmer weg sind. Die muss ich wieder neu finden. Na, das ist blöd. Aber hier hätte ich noch scheiß viele Leben für den Fall der Fälle übrig. Das ist nicht ganz so blöd.
Ich hoffe mal, dass sich der Mumbo automatisch wieder zurückverwandelt, wenn ich hier rausgehe. Das hoffe ich wirklich. Sonst habe ich nämlich keine Möglichkeit, mich zurückzuverwandeln. Mumbo? 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 Du solltest mich eigentlich zurückverwandeln. Danke, Mumbo. Vielen Dank. Sehr hilfreich. Kann ich nicht eigentlich... Okay. Mumbo Magie gleich aus. Na gut, okay, er verwandelt mich doch zurück. Ich war nämlich gerade im Überlegen, ob ich nicht eventuell die ganzen Wurmis hier dann einfach als die Biene Banjo einsammeln könnte. Aber es hat sich jetzt ja eh erledigt, weil es nicht geht. Irie ist hungrig, will 5 Raupen haben. Okay, Irie. Sollst du bekommen. Shit, ich hab den Jinjo nicht. Mir fehlt der Jinjo. Wo war denn der Jinjo? Nee, er fehlt mir nicht. Ha! Ach, der war da ja ganz oben drin. Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Okay. Alles unter Kontrolle, Leute. Bleibt ganz ruhig. Und hallo, Gummi. Komm zu mir. So. Dann holen wir uns die Noten und dann... Hey, ich hab gleich meinen Stand von vorhin wieder. Wir sind nicht weit, Leute. Ist jetzt doch nicht so viel Fortschritt verloren gegangen, wie ich dachte. Weil ich so das Gefühl habe, dass die Noten alle sozialerweise ziemlich weit unten verteilt sind. Bisher zumindest. Ah, bin mal gespannt, wie das Ganze noch weitergehen wird. Und du, Typ, hör auf, mit hinterher zu rennen. Gott, ist der anhänglich. Richtig anstrengend. So, gab es hier unten sonst noch was? Ich glaube nicht. Das hier unten war ja sowieso nur die Bestrafung dafür, dass man runtergefallen ist. Ne, hier gibt's nichts. Der Schalter ist nach wie vor aktiviert. Das ist wundervoll. Hallo, Robin Hood Man. Hallo. Oh, Bibermann. Du siehst bärenstark aus. Das bin ich auch, mein Guter. Das bin ich auch. Yay. Dann geh mal da rein, mein Bibermann. Geh mal da rein. Ich komme dann irgendwann so in 3 Monaten vorbei und helfe dir. 4 Noten fehlen jetzt noch zu meiner alten Bestleistung. Oh, ich hatte echt nicht so viel geschafft in den 2 Parts. Ist irgendwie deprimierend. So ein ganz kleines bisschen. Stirb! Okay, nee, hier ist auch nichts mehr. Na gut. Soweit, so gut. Du stirbst natürlich auch, mein Guter. Du stirbst auch. Wo war ich denn stehen geblieben? Oh Gott! Stirb. Mist. Mist, ich habe einen Jinjo. Ich habe einen Jinjo und einen Wurm da unten. Ah nee, Moment, ich muss hier sowieso erst hier entlang, damit ich die mir holen kann. Oder war es ein Extra Life da unten? Das war ein Extra Life. Du bist kein Jinjo. Jinjos sind cooler als du. Blödes Extra Life. Und hier den Scheiß habe ich auch so weit. Nee, da ist ein Wurm. Geh weg, Biene! Oh Gott, geht alle weg! Lass mich in Ruhe! Lasst mich verdammt doch mal in Ruhe! Ihr verdammten Bienen! Ach ja, ich kann übrigens mal erklären, was ich versucht habe, als mich die Bienen gekillt haben. Da wollte ich eigentlich in meinen goldenen Federmodus gehen, aber irgendwie wollte es nicht so recht klappen. Und da haben wir Wurmi Nummer 4. Wundervoll! Das bedeutet, ich habe beim letzten Mal sowieso einen Wurm vergessen gehabt, oder? Ich glaube, einer hätte mir so oder so gefehlt. Also ist alles nur halb so wild. Hallo, Robin Hood Man. Hallo. Ich mache mich wieder auf den Weg nach oben. Und dieses Mal hüpfe ich nicht die Blätter entlang. Denn die Blätter sind kacke. Können mich mal. Sehe ich ja gar nicht ein. Und warum ist da ein grüner Fleck da unten an dem Tor? Das hat mich irritiert. Für ganz kurze Zeit. Also, mit ganz kurze Zeit meine ich wirklich kurze Zeit. Stirb. Nee, darüber will ich nicht. Ich will wieder hoch. Ich will hoch in die Freiheit. Vielleicht darf ich nicht einfach großzügig. Nee, kann ich nicht. Nja, falsche Richtung. Nja, ich hasse es. Gut, dann auf ein neues. Gehen wir die andere Richtung bei dem Baum entlang, weil ich... Dankeschön. Weil der eine Vogel, der ist da echt blöd positioniert. Mit echt blöd meine ich richtig scheiße. Das heißt, ich kann da schlecht ausweichen. Und auch wenn ich ihn angreife, würde ich so oder so runterfallen. Und darauf habe ich überhaupt keine Lust. Okay. Er ist schon tot, das ist gut zu wissen. Du bist nicht tot, das ist auch gut zu wissen, aber jetzt bist du tot. Das beruhigt mich ganz ungemein, mein Guter. Das beruhigt mich ganz ungemein. Ach, da wäre noch Mumbo gewesen. Au. Wow. Geh mal weg, Mann. Na, was auch immer. Ich geh mal da hoch. So, was haben wir denn da oben? Irgendwas Neues? Goldene Feder, Extra Life und ein Wurmi. Wurmi, Wurmi, Wurmi. Du kommst mal mit mir mit, okay?
Du wirst an einen großen, großen Vogel verfüttert. All das ist wichtig. Für mich. Für dich nicht. Du wirst sterben. Aber glaub mir, du hilfst mir wirklich weiter damit. Ich weiß das sehr zu schätzen, dass du dein Leben opferst, um mir zu helfen. Finde ich super von dir, kleiner Wurm. Ich würde mich gerne bei dir bedanken, aber... ist tot. 27? Shit. Shit! Ich beim letzten Mal echt irgendwo eine Note mehr als jetzt. Ich weiß nicht, was ich... Ah, Moment, die da unten hat... Ach, die von gerade eben hatte ich überhaupt nicht eingesammelt beim letzten Mal. Ich weiß nicht, was ich von dem Ganzen hier halten soll. Bin mir da... Fuck! Au. Okay, da sind wir wieder. Und dieses Mal stelle ich mich hoffentlich nicht so blöd an. Okay, das sieht doch ganz gut aus. Ich bin übrigens gerade wieder mal in der wundervollen Situation, dass ich keine Ahnung habe, wie lange der Part geht. Ach genau, das waren die vier, die ich eingesammelt habe. Das heißt, wenn ich jetzt die vier habe, dann habe ich genauso viele Noten wie zuvor. Nein, ich habe sogar mehr. Aber ich habe jetzt alle, die ich auch zuvor eingesammelt hatte, eingesammelt. Das ist doch schon mal ganz gut. Na, habe ich das soweit wieder aufgeholt und jetzt fehlt nur noch ein bisschen Fortschritt. Dann wäre ich eigentlich relativ glücklich. Und warum wachsen die Wege hier nach? Es waren aber zuvor weniger. Das ist seltsam. Aber da zieht ja auch gerade jemand ein, da wird ja auch gerade ein Haus gebaut. Vielleicht hat der Typ die Teile ja weiter aufgebaut. Man weiß es nicht. Hier kann ich jetzt auch hoch. Okay. Goldene Feder nehme ich immer mit. Da sage ich nicht nein. Wobei es mich wieder ein bisschen einschüchtert, dass man hier so verdammt viele goldene Federn findet. Vielleicht sollte ich als Kazumi hoch. Okay. Was wird hier wohl später entstehen? Ach, ich glaube, hier erscheint dann ganz am Ende der Vogel, oder? Erscheint er dann hier? Mir fällt gerade auf, dass, glaube ich, irgendwo auch eine Blume oder so zum Gießen gab. Wo ich jetzt absolut keine Ahnung habe. Das ist ein bisschen unschön. Aber gut, finden wir alles raus. Aber erstmal zum Eichhörnchen. Eichhörnchen, hallo! Nopnot hat viele Eicheln gegessen. Nun habe ich für den Winter keinen Vorrat mehr. Okay. Ich hab das... Alter. Bist du Konka oder was? Lass dich mal zusammen, Mann. Okay, ich glaube, das ist mehr so eine herbstliche Aufgabe mit dem Viech. Na, befürchte ich jetzt einfach mal. Oh, 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 das ist scheiße. Das ist uncool, Spiel. Mach sowas nicht mit mir. Oh, und bei dem engen Teil natürlich auch noch. Wundervoll. Okay, das ging jetzt durchaus gut. Das ging erstaunlich gut sogar. Ha, ich bin ein bisschen verwundert. Wow. Einfach mal so eiskalt nach unten geglitscht. Aber hallo, Vögelchen. Ich meine natürlich Ivy. Schön saftig. Oh, die armen Würmer. Was mehr? Du wolltest doch noch 5 Stück, oder? Ich liebe dieses Schmatzgeräusch. Wow, Alter. Jetzt bin ich aber satt. Will schlafen. Gute Nacht, Ivy. Gute Nacht. Ich glaube, wir sehen uns dann im Herbst wieder. Es ist mir immer wieder eine Ehre, dich kennenzulernen. Jedes Mal aufs Neue. Oh, und die Scheiße hier zu machen, ist mir auch jedes Mal aufs Neue eine Ehre. Wobei es diesmal ein bisschen einfacher zu sein scheint. Finde ich super. Finde ich nett, Spiel. Finde ich nett. Ja, das haben die echt einfacher gemacht. Das ist cool. Es war ja, das war also die Hauptaufgabe vom Frühling. Und den haben sie jetzt einfach einfacher gemacht, weil... Ja, ist ja nicht mehr Frühling. Scheiß drauf, ist nicht mehr unser Problem. Bam! So, was haben wir denn hier drin? Hallo? Also hier haben wir... Ich war hier schon drin. Okay, ich glaube, hier gibt es sonst... Was ist denn da oben? War da oben nicht irgendwas gerade? Moment mal. Ach, das war das Extra Life. Alles klar, gut. Dann haben wir das soweit. Da würde ich mal sagen, ich muss jetzt irgendwie versuchen, möglichst unbeschadet wieder hier runterzukommen und mich in den Herbst begeben. Wie komme ich hier am besten unbeschadet runter? Ich habe keine Ahnung. Das Problem ist auch, dass da unten kein Wasser mehr ist. Das heißt, darauf kann ich mich auch nicht mehr verlassen. Aber jetzt bin ich eh schon unten. So gut wie. Ja, geschafft. Wundervoll, ohne Schaden. Ja. Das war klar. Ich sage ohne Schaden und dann laufe ich in die Stacheln. Das war so klar. Das war einfach so klar. Buh, Spiel. Buh.
uncoole Sache. So, aber ich möchte mich jetzt in den Herbst begeben. Genau, der Herbst. Ich bin gerade auch ein bisschen verwundert, wo ich jetzt noch meine ganzen... Moment mal. Shit. Ich glaube, bevor ich in den Herbst gehe, muss ich nochmal zum Blätter hüpfen. Wenn ich das Gefühl habe, da war doch ein Ginger oben bei den Blättern, oder? Ach, Kacke. Wir sehen uns gleich wieder. Nein, ich habe mich eiskalt getäuscht. Da ist kein Ginger oben. Yay. Egal, gehen wir in den Herbst und hoffen einfach mal, dass alles cool wird. Vor allem frage ich mich, wie viel man jetzt noch im Herbst und im Winter finden kann. Weil bisher habe ich halt echt noch nicht allzu viel. Da ist durchaus noch Luft nach oben. Aber ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Vor allem hoffe ich, dass das nicht unbedingt schwerer wird. Das wäre uncool. Je später man verliert, desto ärgerlicher ist es. Bär muss noch mehr holen. Baby hat Hunger, will 10 Raupen haben. Okay, Baby, dann sollst du 10 Raupen bekommen. Okay, und jetzt sieht das alles hier ein gutes Stück anders aus. Interessant. Goldene Feder. Yay. Ich raste aus vor Freude. Ich raste aus. Was haben wir hier oben alles? Oh, sind die Vögel weg? Oh, oh, toll. Ich wollte gerade sagen, da bin ich aber traurig, dass die Vögel weg sind. Aber sie sind nicht weg. Sie sind niemals weg. Sie kommen immer wieder. Verdammte Vögel. Und da sind Wurmi. Wurmi, Wurmi, Wurmi. Komm zu mir her. Ich möchte dich mitnehmen. Nummer 2. Shit. Oh, das Wasser steht hier extrem hoch. Hätte ich hier vielleicht welche aus dem Sommer schon mitnehmen sollen? Ich hoffe mal nicht. Ah, weil eine einzige hat mir da, zumindest eine, die ich gesehen habe, hat mir gefehlt im Sommer. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht allzu schlimm sein wird. Hoffe ich wirklich. Sonst ist es echt uncool. Dann bin ich ein bisschen traurig, wenn das schlimm ist. Hallo, Wurmi. Ja, und hier, ich sehe schon, hier liegen schon definitiv mehr Noten rum. Jinjo! Jinjo! Hi. Hui! Ach, die Jinjos, die sind immer so fröhlich. Das freut mich. Sag mal, zwitschert da irgendein Vogel die Melodie mit? Hört ihr das? Durchaus interessant, würde ich sagen. Durchaus interessant. So, und da drüben möchte ich mir den Wurm holen. Wurm, 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 Wurm. Komm doch bitte zu mir her. Wurm, 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 Wurm. Wurm. Dankeschön. Nummer 4. Das heißt, mir fehlen noch 6 Stück. Alter. Das ist gar nicht mal so wenig. Das wird aber schon alles. Das wird alles. Ich glaube, ich möchte hier mal runtergehen. Wenn ich dann nicht direkt auf den Stacheln lande. Von hier komme ich. Hier lande ich also nicht auf den Stacheln. Stier! Hinfort mit dir. Au. Alter. Uncool, Mann. Richtig uncoole Aktion von dir. So, aber gehen wir wieder hoch. Ah, okay. Ich sehe schon. Da sind Vöglein, das köstliches Bärenfleisch kosten will. Aber weißt du was? Nicht mit mir! Von mir bekommst du kein Stück. Keine köstliche Banjo-Keule für dich, Vogel. Keine für dich. Für dich auch nicht übrigens, Vogel, der gleich rauskommt. Bekommst du nur einen Kazooie-Schnabel in die Fresse und... Okay, klappt doch besser als ich dachte, das Ganze. Ihr habt mich umsonst da voll ganz gefürchtet. Naja, egal. Jetzt sag ich das so weit. Ah! Ich lerne es einfach nicht mit der Stelle. Es ist mir einfach nicht möglich. Ich werde nicht schlau daraus. Jedes Mal aufs selbe, jedes Mal aufs Neue derselbe blöde Fehler hier. Das ist doch dumm. So, jetzt. Ganz langsam. Dann schalten wir den Vogel aus. Komm mal her, Vöglein. Stirb. Dann nehmen wir das Räubchen mit. Dann noch das Nötchen. Und dann... Ich sollte alles von der Ebene, oder? Großartig, würde ich schon fast sagen. Ich würde schon fast sagen... Doch, doch, ich würde sagen, das ist großartig. Nicht nur fast. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es hier die Bienenverwandlung gibt. Aber dazu kommen wir dann später erst. Machen wir dann lieber zum Schluss. Okay, und hier kann man immer noch entlang. Finde ich uncool. Aber gut, liebe Leute, wie das Ganze weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part, würde ich sagen. Bis dann. Gute Nacht.